Hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt News zu Space Marine 2, denn der nächste Patch, also das nächste Update ist online. Es gibt nicht nur neuen Content, sondern es gibt auch Verbesserungen allgemein fürs Spiel. Was da alles drin ist, schauen wir uns heute hier in diesem Beitrag zusammen an. Und im Hintergrund seht ihr auch Gameplay von mir und der neuen Mission, die hier auch erwähnt wird. Also starten wir durch und gucken uns an, was es alles Schönes Neues gibt. Falls ihr übrigens noch nach einer coolen Deko für euer Regal in eurem Gaming-Raum sucht zum Beispiel, schaut gerne bei mir in meinem Online-Shop vorbei. Auf figurenshop.com habe ich ein paar coole Warhammer 40k-Figuren am Start. Jetzt geht's aber los. Der neueste Patch ist da. Er bringt neue Inhalte sowie verschiedene Optimierungen und Verbesserungen. Und hier haben wir ja neue Operation, das ist vom Browser übersetzt. Diese neue Operation findet auf dem Planeten Kadaku statt. Da waren wir ja schon mal. Neue schreckliche Feinde sind eingetroffen. Wir müssen die Artillerie nutzen, um den zu vernichten. Was da richtig Böses unterwegs ist, sieht sehr, sehr gut aus. Habt ihr auch schon im Trailer in der Vorschau gesehen. Ich werde euch nicht das gesamte Gameplay von der Mission spoilern im Hintergrund, aber da habt ihr schon mal die ersten paar Minuten, wie das dort so aussieht. Und ich finde die Mission ziemlich gut gelungen. Es gibt dann noch Lethal Difficulty, also die tödliche Schwierigkeit für Operationen. Die wurde hinzugefügt. Das sind die wichtigsten Highlights. Die Munitionskisten können pro Spieler nur begrenzt nachgefüllt werden. Also für mich hört es sich so an, als ob nicht jeder hier komplett alle Munitionskisten aufsammeln kann, sondern das zwangsläufig limitiert ist. Dann die Majoris-Feinde können wütend werden, also in Rage-Modus gehen und tödlicher und schwerer zu töten sein. Also mehr Schaden machen und mehr aushalten wahrscheinlich. Die Rüstung wird durch Finisher nur wiederhergestellt, wenn sich deine Companions in der Nähe befinden. Das heißt, eure Mitspieler müssen in der Nähe sein, wenn ihr einen Alleingang macht und weit weg steht und da Finishers macht, kann es sein, dass die eure Rüstung nicht wiederherstellen. Und wenn ihr eine solche Herausforderung meistert, werdet ihr mit neuen Cosmetics belohnt. Also hier auch nochmal ein zusätzlicher Anreiz für diesen neuen Schwierigkeitsgrad, euch den mal reinzuziehen. Fotomodus in Operations wurde hinzugefügt, funktioniert nur alleine. Außerdem können Charaktere der Kamera jetzt mit den Augen folgen, also beim Fotomodus Verbesserungen. Dann haben wir beim Bereich Gameplay und Balancing auch weitere Verbesserungen mit diesem Update. Es gibt Nahkampf-Archetypen, was auch immer das jetzt heißen soll vom Browser. Das perfekte Parierfenster von Fechtwaffen hat jetzt die gleiche Dauer wie bei ausgeglichenen Waffen, beginnt jedoch mit dem ersten Frame der Parieranimation. Das heißt, eine Anpassung bei den Waffen mit Fechten. Und ich habe das jetzt gestern in der neuen Mission gespielt und ich habe ehrlich gesagt keine Nachteile jetzt empfunden. Was auch immer sie da jetzt im Detail genau gemacht haben, habe ich jetzt den Eindruck gehabt, dass es sich nicht negativ ausgewirkt hat. Aber lasst mir natürlich gerne eure Meinung unten da. Falls ihr jetzt irgendwie merkt, dass das nicht mehr so gut funktioniert oder vielleicht ja sogar besser, bin ich auf euer Feedback natürlich gespannt. Dann wurden beim Nahkampf die Schadensvorteile erhöht. Das heißt, wenn ihr einen aufgeladenen Angriff macht mit Kettenschwert, Energiefaust oder Kampfmesser, wurde der Schaden davon deutlich erhöht. Dann haben wir einen Debuff für den Taktiker. Der Bonusschaden bei Bossen wird um 30% reduziert, wenn er den Auspex-Scan benutzt. Das war ja immer ziemlich heftig, ne? Wenn man dann mit der Spezialfähigkeit vom Taktiker einen Boss anvisiert hat und das draufgecastet hat, dann hat er richtig viel Schaden bekommen. Das wurde jetzt um 30% reduziert, dieser Effekt. Beim Melter wurde der Schaden an Bossen um ganze 70% reduziert. Das heißt, Melter-Waffen haben hier einen Debuff bekommen. Dann haben sie was für die Monster-Spawns getan. Also die Spawns sind optimiert worden, angepasst worden ein bisschen. Die Feindesvielfalt innerhalb der Wellen ist jetzt weniger zufällig, während die Feindesvielfalt zwischen den Wellen größer ist, den unterschiedlichen Wellen an Feinden, die man so bekommt während eines Matches. Also hier wurden Anpassungen gemacht und ganz besonders die Extremis-Feinde können jetzt zusätzliche Feinde spawnen lassen. Ich habe diese Mechanik bisher jetzt noch nicht erlebt oder zumindest spürbar gemerkt, aber interessant, dass das jetzt geht. Dann haben wir für den Schwierigkeitsgrad Ruthless auch noch Anpassungen, nämlich die Munitionskisten können pro Spieler nur begrenzt nachgefüllt werden. Also auch bei diesem Schwierigkeitsgrad Anpassungen und eigentlich Erschwernisse für uns. Dann bei Ruthless auch nochmal die Rüstung des Spielers wurde um 20% reduziert und die Rüstung des Spielers wurde um 10% reduziert. Das müssen wir uns auch nochmal auf Englisch angucken. Also Armor Reduced by 20% und Players Armor Reduced by 10%. Also Substantial und Ruthless. Also hier haben wir zwei unterschiedliche Anpassungen, je nach Schwierigkeitsgrad. Also bei einem anderen Schwierigkeitsgrad Substantial, ich glaube, das ist eine wahrscheinlich unter Ruthless, also wo man die lilanen Sachen bekommt. Und Ruthless müsste ja dann, wo man die goldenen
kommt für die Rüstkammer, denke ich mal, dass es dafür gemeint ist. Dann nur mal ganz grob eine Anmerkung von den Entwicklern mit dem Patch 3, also der, wo davor kam, haben sie festgestellt, dass der Operationsmodus deutlich einfacher geworden ist, insbesondere für die Chaos Operations. Hier hatten sie auch sie sind zufriedener damit eigentlich, was sie da erreicht haben, weil sie das Gefühl hatten, dass diese Chaos-Missionen mit den Thousand Suns Gegnertypen eher unbeliebt waren. Jetzt denken sie aber immer noch, dass der Operationsmodus derzeit etwas zu einfach ist. Sie werden diese Änderungen, die sie gemacht haben, jetzt beobachten und werden es dementsprechend anpassen. Also das ist nicht die letzte Änderung, die sie durchgeführt haben, denn es ist halt nun mal so bei sich selbst, also wenn sie jetzt als Entwicklerteam unterwegs sind und da Sachen anpassen, ist es schwer zu messen, wie diese Schwierigkeitserhöhung dann sich wirklich auswirkt auf uns alle als Community und wie wir damit zurechtkommen und dementsprechend, wie sich das jetzt ausgeht, nachdem das online ist und ihr das spielt alle, wird sich dann auch nochmal eine Balancing-Änderung ergeben, wahrscheinlich in den nächsten Patches. Dann gab es beim PvP Anpassungen, nämlich die Verzögerung zwischen den Ansagenachrichten im PvP, die wurde erhöht, also dass da größere Abstände dazwischen sind, weil es wahrscheinlich nervig war. Ich habe das jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Die Startanimation des Enderhakenwerfers für den Vanguard ist im PvP kürzer geworden und Problem behoben, bei dem die Powerfist im PvP mit kurzen aufgeladenen Angriffen zu viel Schaden verursacht hat. Also hier auch ein bisschen beim Balancing was angepasst. Dann im Bereich KI, das Ausweichen von Feinden, die vollständige Unverwundbarkeit bei Ausweichbewegungen von Feinden wurde global durch schwere Nahkampfschadensresistenz ersetzt. Rubric Marine mit Bolter, die maximale Distanz zum Trennen des Teleports wurde leicht reduziert. Hier gehen wir vielleicht auch kurz ins Englische rüber. Disengage Teleport Max Distance is slightly reduced. Okay, also wenn der sich rumteleportiert, auch eine Anpassung gewesen. Dann gehen wir mal zur Personalisierung bei der Operation zur Farbenpassung für Chaos. Also die Leute, die im PvP dann immer bei den Chaos landen manchmal, ihr habt Territärfarben, also grün, Nightlords, blau und so weiter, könnt ihr also mehr anpassen. Dann Aufkleberfarben auch noch besser, mehr Auswahl, einfach allgemein Farben, Primär- und Sekundärwaffenpaletten hinzugefügt. Viele Probleme mit der Farbanzeige wurden behoben. Das ist doch gut. Und hier neue Chaos-Fraktionsaufkleber für die rechte Schulter hinzugefügt. Mehr Individualisierung einfach insgesamt im Bereich Chaos Space Marines. Bereich Stufen, Vox Liberatus, Demon Host Respawn bis zum letzten Altar in der Endarena deaktiviert. Ich kann euch gerade jetzt nicht mehr sagen, worauf sich's genau. Die Mission habe ich gerade auch nicht mehr im Kopf. Dann haben wir noch allgemeine Korrekturen. Als Bereich ein Fehler wurde behoben, bei dem die Angriffsvorteil aufstieg, seinen Besitzer töten konnte. Also beim Assault. Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Scharfschützenvorteil gezielter Schuss in manchen Fällen nicht immer funktionierte. Also wir sehen hier, ich denke mal, wenn ich das alle runterrate, bringt das für euch jetzt nicht besonders viel. Ist auch nicht besonders spannend, denke ich mal. Aber ihr seht jetzt, es sind einige Fehlerbehebungen, allgemeine Korrekturen einfach dabei, die jetzt wohl nicht mehr so, im Spiel sind. Das ist gut. Und dann Absturzbehebungen, allgemeine Stabilitätsverbesserungen. Es wurden mehrere Verbindungsprobleme behoben, die zu Verbindungsabbrüchen bei Spielern führten. Leichte verbesserte Leistung vom Spiel auch und Probleme mit Controllern, die bei aktiviertem Steam-Input nicht funktionierten, wurde auch behoben. Und zudem abschließend noch Render-Verbesserungen, allgemeine Verbesserungen und Korrekturen, also im technischen Bereich. Was sagt ihr zu diesem Update? Es ist doch ganz gut was dabei, auch mit Fehlerbehebungen, was schön ist. Die Mission finde ich, wie gesagt, eigentlich ziemlich gut. Habt ihr jetzt im Hintergrund auch schon was gesehen. Die Umgebung ist recht neu gestaltet, auch wenn die Assets vielleicht schon irgendwo in den Story-Kampagnen-Missionen drin war und in manchen Operations ein bisschen. Der Endkampf ist auch mal eine schöne Abwechslung, finde ich. Auch wenn man jetzt nicht selbst effektiv auf den Biotiten draufhält. Aber ich spoilere mal nicht mehr für euch. Genießt das lieber selbst, sag ich mal so. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt die Season noch bringen wird für Space Marine 2. Und damit dann ein Auf Wiedersehen, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und ciao.